Hallo meine Lieben. Ich muss lachen, ich muss die ganze Zeit schon lachen, weil das Leben so verrückt ist. Es ist Sonntag, der 7.4. Morgen öffnen sich die Eklipsen, wie auch immer. Morgen ist einer der krassesten Tage überhaupt, was Astrologisches angeht. Und ich glaube, wir alle sind gerade ein bisschen am Durchdrehen. Man merkt einfach, was im Himmel los ist. Ich habe heute Morgen darüber nachgedacht, weil ich habe mich selber genervt damit, dass ich im letzten Video so viel gesagt habe, das erzähle ich im Podcast, weil ich will auch hier Dinge erzählen. Und jetzt habe ich heute Morgen mal überlegt, was erscheint denn zuerst? Dieses Video erscheint, bevor der nächste Podcast erscheint. Deswegen erzähle ich es euch einfach jetzt. Erstens gucke ich gerade das neue Video von Zoe und Alfie. Wie schön sind die Blumen? Sorry, wie schön ist das einfach alles? Ich liebe mein Leben. Ihr Kind heißt ja Novinel. Dates. Und sie hätten ihr Kind fast Nori genannt. Nori! Ich hätte es so gefeiert. Nori. Naja, anyway, das wär mein Highlight wirklich noch gewesen. Aber naja, Nori. Es ist auch ein bisschen, sie haben immer ein bisschen crazy Namen, aber ja. Ich wirke, als hätte ich gerade einen Rausch, habe ich aber nicht. Ich bin einfach high on life. Weil es ist irgendwie crazy. Genau das, was ich mir gewünscht habe, ist im Prinzip eingetreten. Ich wollte letzte Woche, dass ein bisschen was los ist und dass es nach vorne geht. Und das ist es auch. Irgendwie, es ist so eine Party aufgeploppt, wie wir, also das haben wir wirklich schon im Podcast jetzt auch erzählt. Wir haben den aufgenommen, bevor wir zur Party gekommen sind. Von Lauras Magazin, bei dem sie arbeitet. Und ich habe gesagt, wir gehen dahin. Und sie so, echt? Und ich so, ja, frag doch mal, ob wir auf die Gästeliste kommen. Irgendwie, diese Party hat zu mir gesprochen. Naja, wir sind dann dahin, wir haben gedanced, was das Zeug hält. Auf uns kann man ja wirklich zählen auf der Tanzfläche. Und jetzt, das ist halt wirklich crazy, seit ich so ein bisschen Alkohol trinke, also ich trinke ja eigentlich nur Wodka, wobei mir dann eine gesagt hat, sie verträgt auch nur Gin und Wodka. Und Gin habe ich noch nie so richtig probiert, deswegen vielleicht probiere ich das auch mal. Ich will das absolut nicht verherrlichen, aber es macht schon Spaß. Ich verstehe, dass die Leute Spaß am Alkohol haben. Es wird nur leider, glaube ich, oft einfach übertrieben. Aber vielleicht übertreibe ich ja auch. Ich meine, ich war nicht sturzbesoffen oder so, aber ich trinke das immer relativ schnell, weil das schmeckt mir so semi. Aber es geht schon, wenn irgendwas Süßes, irgendein Saft oder Cola oder was auch immer noch dabei ist. Und dann bin ich so, huu. Und man ist selbstbewusster. Es ist einem wirklich mehr egal. Ich weiß ja gar nicht, ob ich sagen würde, dass ich mehr selbstlos bin, aber die Dinge sind mir mehr egal. Und deswegen bin ich dann auch auf der Tanzfläche. Und bin so, Laura, wir tanzen jetzt. Und dann waren wir wirklich Stunden, bestimmt 2 Stunden, keine Ahnung, die einzigen, die da gedanced haben. Aber es ist okay. Wir standen im Mittelpunkt, wir haben gedanced, alle haben uns. Und die Musik war auch okay. Es war keine Techno-Musik, es war so melodische, ich weiß überhaupt nicht, wie man diese ganzen Musikrichtungen nennt. Es waren keine Charts, es war kein Techno, es war coole Mucke, die irgendwie geile Beats hatte, zu der man gut tanzen konnte. Das Thema dieser Party war Come as you sleep. Also komm so, als wärst du gerade aufgewacht oder als würdest du gerade schlafen gehen. Also basically im Pyjama. Ihr wisst, ich habe eh immer meinen Pyjama an, aber Laura hat den ja auch und Laura hat es getragen. Deswegen habe ich überlegt, was ziehe ich jetzt an, Ich wusste, dass ich meine Rose tragen will, meine schwarze. Und dann habe ich wirklich 1000 Dinge hin und her probiert. Ich habe meine Kisten aufgemacht, wo irgendwie die Sommerschlafsachen drin waren und so. Am Ende habe ich dann so ein rosa Hemd, sehr langes Hemd angezogen und eine Strumpfhose und hohe Schuhe und die Hose und aber die Dinger nach vorne. Es sah schon ein bisschen iconic aus. Ich habe auch keine, ich dachte mir so, wir ziehen keine Hose an. Ich hatte dann drunter so eine dicke Periodenunterhose, falls doch mal irgendwas abfliegt, wäre dann so ein dickes Höschen, also man hätte nichts gesehen. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Und auch schon auf dem Weg dahin, wisst ihr, schöne Haare, nice Make-up. Also wie immer halt, jetzt nichts Übertriebenes, aber so ein Fuß vor dem anderen. Ich habe es gefühlt, ich habe es komplett gefühlt. Und ich habe das Schöne auch, dass ich keine Angst mehr habe. Ich habe keine Angst mehr vom abends draußen sein. Ich bin dann auch um 2 Uhr zurück. Ich werde auch wieder ewig noch geblieben. Aber ich bin dann um 2 Uhr zurück und auch mit der U-Bahn, kein Uber geholt. Hatte keine Angst. Und das ist einfach so eine schöne neue, also es ist einfach ein totaler Gewinn für mein Leben. Naja,
Ich kann da jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, aber ich bin da halt hin. Und da war jemand, den ich kannte von früher, den ich damals schon hatte, ich so eine kleine Schwärmerei für den. Aber der ist unerreichbar gewesen und der hatte noch eine Freundin und so. Ja, ich sag mal so, was ich gelernt habe. Wenn mir jemand gefällt, werde ich oft schüchtern und ich gehe mich hier rein und ich... Es gab ja mal auch diesen TikTok-Trend, wenn man jemandem gefällt, dass man so weggeht oder halt so wegguckt. Wenn man jemandem gefällt, wenn einer jemandem gefällt. Und so bin ich eigentlich auch. Und dann war ich kurz auf dem Klo, habe mich gesammelt, der Alkohol war schon wieder ein bisschen draußen. Und ich dachte mir so, Nora, wenn du jetzt nicht irgendwie eine Aktion bringst oder beziehungsweise einfach ein bisschen Interesse zeigst, dann ist die Chance vertan. Naja. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt... Das ist mein Tipp. Also mein Tipp ist, von nichts kommt nichts. Das habe ich mir dann auf dem Klo gesagt. Wenn ich mich nicht ändere, dann wird sich auch nichts ändern. Manchmal kommen die Dinge zu dir und du musst nicht immer versuchen, irgendwas passend zu machen, was nicht passend ist. Aber wenn immer alles in den gleichen Bahnen läuft, wenn ich nicht rausgehe, wenn ich im Bett bleibe, wenn ich meine Serie gucke, wenn ich nur auf Hinge rumhänge, die falschen Typen like, wenn ich niemandem anlächle im Club, den ich gut finde, wenn ich nicht auf der Tanzfläche bin, wenn ich nicht mal versuche, ob ich vielleicht doch Alkohol oder andere Dinge auch mag, dann wird sich mein Leben nicht verändern. Und ich will gerade, dass mein Leben sich verändert. Ich will Erfahrung machen. Das ist mein To-Do für euch, für euren Plot. Macht mal was ganz anders in den nächsten Wochen. Macht mal was anderes. Macht mal was richtig Ungewohntes. Und schaut, was es mit euch macht. Das ist auch, ich glaube, es braucht Übung. Also meine ersten Partyerfahrungen. Es wird gerade immer besser für mich. Also jede Partyerfahrung wird besser. Die Taylor Swift Party war so eine der ersten. Dann waren wir in Hamburg und da hatte ich so eine positive Erfahrung. Jetzt hier. Eigentlich war das gar nicht so mein unbedingter Vibe. Aber es war dann auch wieder lustig, weil wir einfach so... Wir haben einfach unser Ding gemacht, die Laura und ich, egal was das für ein Vibe war. Und dann haben es alle gefeiert. Also I guess, vielleicht haben sich auch manche gedacht, wuh. Aber es ist auch egal, weil wir haben es für uns gemacht und es geht auch nicht darum, dass man angesprochen oder so wird. Also für uns ging es in dem Moment nicht unbedingt darum. Andererseits habe ich mir auch so ein, für mich persönlich wollte ich das schon. Ich wollte entweder angesprochen werden oder ansprechen, weil ich einfach Lust hatte auf Connection. Naja, das ist dann für mich auch passiert. Weil ich aber auch offen war und ich habe da gestern drüber dein Tagebuch geschrieben, das hat... Und das ist so wild, weil... es hat so viel mit Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbsterschätzung, Selbstakzeptanz zu tun. Und einfach, wie man sich präsentiert. Es ist schon, hat viel damit zu tun, dass man einfach nach außen trägt, wer man ist und das feiert, wer man ist. Weil früher war ich die längste Zeit so, oh, ich halte mich im Hintergrund und ich bin schüchtern und so. Und dann haben die Leute nichts zum Greifen, I guess. Bei mir zumindest gehabt. Es hat für mich nicht funktioniert. Und seitdem ich sage, raus mit dir, ich zeige jetzt, wer ich bin, es ist mir egal, die richtigen Leute werden mich schon mögen. Und wenn nicht, dann brauche ich die eh nicht. Das ist der Vibe, den ich gerade fahre. Und es klappt. Und das ist so... Vielleicht muss das ja jemand von euch hören. Ich hätte das auf jeden Fall mal hören müssen. Und ich habe zu meiner Chefin gesagt, oh, man sagt ja immer, man soll nichts bereuen, aber ich bereue die vielen Jahre, die ich zu Hause war und nichts gemacht habe. Und sie dann so, naja, vielleicht wärst du in diesen Jahren auch noch so nicht bereit gewesen und hättest zu Dingen ja gesagt, die du eigentlich nicht wolltest und so. Vielleicht brauchtest du die, um jetzt halt florieren zu können. Das stimmt voll. In jungen Jahren ist man ja oft noch im Schwamm und saugt alles auf, was auch schlecht für einen ist. Und ich habe jetzt gerade irgendwie, glaube ich, schon das Standing, dass ich auch sagen kann, nee, will ich nicht und so. Ja. Ist auf jeden Fall gut. Und ich kann nicht euch sagen, wie gut mir diese Spaziergänge tun. Die sind ja auch immer wie mein Laubsteg heute. Ich liebe das. Es ist halt, ist es eingebildet? Nein, es ist einfach so, es ist so eine Art wie Words of Affirmation. Kriege ich Blicke of Affirmation.
Und das liebe ich, wenn die Leute mein Outfit und mich angucken. Und heute, das hat Sarah einfach aussortiert. Und gestern hatte ich dieses goldene Kleid an, haben auch schon alle geguckt und mich auch angesprochen, so schönes Kleid und so. Ich freue mich so sehr darüber und ich immer so danke, danke, danke. Ich lächle auch immer alle an und ich versuche irgendwie so Freude in die Welt zu tragen, weil das alle viel mehr brauchen. Und dieses Kleid hat Sarah aussortiert und ich habe mir das damals bei ihrem Mädchenflohmarkt mitgenommen. Ich hatte heute noch ein anderes Kleid an, das habe ich dann nicht so sehr gefühlt und jetzt habe ich eben das an. Ja, kann man so im Schuhsprung spazieren gehen? Ich glaube ja. Oder? Es war echt schön. Und dann habe ich zwei Männer angesprochen. Die waren gay. Ist hier irgendwo eine Kamera? Ist das eine Performance? Weil wie du da so runterkommst, den Berg so vom Schimpfgrund, da ist oben die Gloriette und dann geht man so den Berg runter wieder zum Schloss. Und ich so, nein, das ist in meinem Kopf alles. Da ist eine Performance. Und dann haben wir gelacht und die haben so lieb waren die. Und ich denke mir dann immer, die Leute, die dir das sagen, das sind ja wenige. Der viel größere Teil, das ist ja wie bei euch, die kommentieren, der viel größere Teil denkt sich ja seine Sachen. Es gibt bestimmt auch Leute, die denken, Alter, wie die da rumläuft, mega übertrieben, wer denkt die, wer sie ist. Ist mir egal, diese Leute brauche ich nicht in meinem Leben. Ich brauche die Leute, die sagen, nice, kudos. Hier war dann auch oben einer, der so schönes Kleid und ich so, danke. Und dann habe ich mich kurz mit ihm unterhalten. Einfach nett miteinander sein, mehr den Leuten Komplimente machen. Ich habe auch eine gesehen mit einem schönen Rock und jetzt denke ich mir so, hätte es ihr mal gesagt. Das gibt einem so viel, auch wenn es sind die Äußerlichkeiten, aber ich sage immer, alles ist Kommunikation. Auch wie du dich nach außen präsentierst, zeigt dir, wer du von innen bist. Egal, genug zu mir. Ich habe heute Abend dann noch ein Date. Ich kann es wirklich nicht glauben. Ich bin auch die ganze Zeit so, ich lache die ganze Zeit so viel darüber, weil ich das nicht glauben kann. Das ist one in a million chance. Und dann habe ich wieder zurückgeschaut in meine Rauhnächte-Notes, also das, was ich in meinem Tagebuch geschrieben habe zu den Rauhnächten. Da war ja, jetzt ist ja gerade April und ich habe geguckt, okay, was habe ich im April geträumt an dieser Rauhnacht. Und da stand jemand wie, also der Crush, den ich ja wirklich ein halbes Jahr hatte, eigentlich bis ich jetzt noch habe, größter Crush überhaupt, in dem ich mich so verliebt habe 2022. Und da habe ich geträumt, jemand wie er, oder beziehungsweise er, plus älter und mit Bart. Naja. Ja, ich sage nichts dazu. Ich mache einfach ein paar Dinge für den Plot, Leute. Ich habe Spaß. Was soll ich sagen? Ich trinke trotzdem meinen Tee. Sitze zu Hause, arbeite, jetzt muss ich erstmal Podcast schneiden. Gestern zum Beispiel war ich dann auch. Ich bin gestern so viel gelaufen, ich habe eine große Runde im Schimpfung gemacht, bin nach Hause, kurz gegessen und dann war ich so, eigentlich will ich nochmal los. Und mein Buch habe ich morgens noch geholt. Ich lese jetzt, zeige ich euch irgendwann anders, 25 letzte Sommer. Es hat gar nicht so viele Seiten, ich bin damit wahrscheinlich bald durch, weil ich habe das dann genommen und bin dann nochmal ins Museumsquartier. Also das ist so ein, das sind so Museen und da sind halt immer viele junge Leute und da gibt es auch Eis. Ich hatte so Lust auf ein Eis, dann gab es auch noch mein Lieblingseis, dann habe ich mich da hingesetzt. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Kaum hatte ich angefangen, hat mich was gekrabbelt. Ich so, da war das ein Marienkäfer, was ja das absolute Glückssymbol ist. Und ich saß dann auch, dann habe ich noch Musik gehört, habe in den Himmel geguckt. Ich habe geweint vor Freude, weil das Leben so schön ist. Und ich weiß es nicht. Ich bin jeden Tag dankbar, dass es mir so geht. Ich weiß, dass es... Das Leben ist ein absolutes Auf und Ab. Ich habe dieses Jahr auch schon alles miterlebt bei mir. Ich bin ja auch immer noch nicht komplett gesund, was gewisse Dinge an meinem Körper angeht. Aber ich kann jetzt hier stehen und mich so freuen an meinem Leben. Und das ist ein Geschenk. Und ich gönne das jeder Person. Und ich möchte irgendwie jeder Person helfen, die das nicht hat. Aber ohne toxisch positiv zu sein. Ich glaube, Leute wie ich neigen vielleicht dann dazu, das zu einfach zu sehen und zu sagen, du musst einfach nur das. Schau es doch mal so, du machst ja immer alles schwarz. Denk doch mal positiv. Das kann schon irgendwie toxisch sein, beziehungsweise denkt man einfach manchmal, das ist, glaube ich, nicht der Ausweg. Mir fällt es aber auch trotzdem schwer. Das ist manchmal nicht so, weil es für mich ja funktioniert hat. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann ja auch nur das sagen, was für mich funktioniert hat und ich... Manchmal, ich hätte gerne manchmal eine Testperson, die einfach alles auch so macht wie ich. Also keine Ahnung. Ich habe ja wirklich keinen perfekten Lebensstil, aber
von meinem Dankbarkeitstagebuch über mein Yoga hier und da, zu meinen Spaziergängen, zu meinen Outfits und dass ich jeden Tag da Zeit investiere in mich einfach, zum früh ins Bett gehen, vegan essen, aber auch nicht mehr so streng damit sein, die bunte Wohnung und einfach so arbeiten, was ich liebe und so weiter. Ich hätte manchmal gerne eine Testperson, die das, wo ich einfach sage, du, mach das auch mal so. Und dann, wir schauen mal, wie es dir damit geht. So, ob das für dich heilend ist, diese Lebensweise. Es würde mich so interessieren. Oder ob es mir damit so gut geht, weil das einfach für mich gut ist. Ich glaube auch wirklich, dass es für jeden, glaube ich, ein bisschen anders aussieht. So eine Lebensweise, die gut für einen ist. Aber das würde mich halt interessieren. Jetzt habe ich 16 Minuten geredet. Das Video könnte eigentlich ein extra Video sein. Vielleicht mache ich das. Ein extra Video für einen Mittwoch, damit ihr ein bisschen, oder irgendwie Donnerstag oder so, dann müsste ich es aber auch noch extra schneiden. Überlege ich mir. Damit ihr gute Laune habt und damit ihr einen kleinen positiven Input habt. Ja. Und wenn es euch gerade nicht so gut geht, Stille. Naja, ich habe jetzt gerade versucht, nichts Toxisches Positives zu sagen. Wenn es euch gerade nicht so gut geht, hoffe ich, dass das jetzt nicht euch wehtut, sowas zu sehen, jemanden so glücklich zu sehen. Weil, habe ich ja auch schon tausendmal gesagt, ich hatte ganz andere Zeiten 2019. Ich war in der Psychiatrie, ich hatte eine schwere depressive Phase. Das war aber eine Phase. Ich hatte das große Glück, dass es eine Phase ist. Und das kann man nicht mit einer, zum Beispiel, Depression gleichsetzen, die immer schwelend, unterschwellig da ist. Und das hat eine Zeit gedauert, aber ich bin da rausgekommen. Und das, klar, die Therapie hat geholfen, um das zu verarbeiten, darüber zu reden und es war aber noch so viel mehr als das Reden mit einer Therapeutin oder mit einer Psychiaterin. Es waren so viele Dinge, die ich auch über die letzten Jahre auch hier geteilt habe. Und so viele von diesen Dingen waren keine äußeren Umstände, sondern kamen aus mir drin, weil ich offen für Veränderungen war, beziehungsweise weil ich Dinge anders gemacht habe. Ich habe mein altes Ich sozusagen hinter mir gelassen und meine Opferrolle, an die ich irgendwie schon geklammert habe, mich geklammert habe und habe alternative Wege gefunden zu heilen. Viele. Aber das hat Jahre gedauert. Hat Jahre gedauert und es dauert auch nur an. Und gerade ist eine sehr happy Zeit und deswegen, ich will jetzt nicht nur, weil ich heute und gestern mal happy war, hier Gott spielen. Aber alleine so 2 Tage zu haben, ist das Geschenk meines Lebens. Und ich habe mir das selber so gestaltet. Ich hätte jetzt auch traurig sein können, weil ich dieses Wochenende nichts vorhatte, jetzt Samstag, Sonntag. Und es ist schönes Wetter, aber ich muss noch viel arbeiten. Oder ich mache es so, dass es mir einfach die Welt bedeutet. Ich habe 20 Minuten geredet, Leute. Anyway, ich hoffe, da kamen die positiven Vibes rüber. Ich hoffe es. Bis dann.